neuen Folge Roblox Brookhaven hier auf meinem Kanal. Und wenn ihr neu seid und noch keine Videos von mir geguckt habt, dann hello und ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren, denn hier kommen viele neue Videos. Und wie ihr vielleicht oder auch vielleicht nicht mitgekriegt habt, heute ist Samstag und heute kam ein neues Minecraft-Projekt raus auf Easys Kanal. Also wenn ihr das noch nicht geschaut habt, dann schaut euch das an und das kommt dann am Mittwoch auf meinen Kanal. Also cool. Und dann let's go. Warte, oh mein Gott. Denkst du jetzt, Saskia wird mit der Dings zusammenkommen? Mit dem Neuen in der Schule? Ich weiß es nicht. Wollte sie nicht den Hund aufessen? Ich bin mir nicht sicher. Die Serie ist so verwirrend. Oh Mann. Oh Mann, jetzt kommt schon wieder Werbung. Die schalten Warte echt mal. Alle 5 Minuten, was? Die Werbung? Siehst du das auch gerade? Ja, die komische, mit der komischen Hexe da. Die kriegt die ganze Zeit. Die ist verrückt, oder? Das wird niemals klappen. Warte, in eine Meerjungfrau soll sie dich verwandeln können. Ja, ist klar. Es gibt überhaupt gar keine Hexen. Hey, es gibt noch keine Meerjungfrauen. Ist so. Okay, ich frage mich, wer da hingeht. Was heißt denn, du musst dir nicht mal anrufen. Du musst da physisch hingehen zu der Hexe, damit sie dich verwandeln kann. Ja, sicher. Wird nicht passieren. Wird nicht passieren. Oha, das ist voll in meiner Nähe. Das ist 2 Häuser von mir weg. Die wohnt in meiner Straße. Die wohnt in meiner Straße. Okay, weißt du was? Ich gehe jetzt schlafen. Wir hören uns morgen, okay? Okay, okay, okay. Wir sehen uns morgen in der Schule. Jo, bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Und lass dich nicht in der Meerjungfrau verwandeln. Ja. Die wohnt 2 Häuser weiter als ich. 2 Häuser. Ich meine, was wäre das für ein cooler Moment? Wir haben morgen Sportunterricht in der Schule. Wir haben gerade Schwimmen. Wenn ich ins Wasser gehe und ich verwandle mich in eine Meerjungfrau und Easy sieht's nicht kommen. Oh mein Gott, ich gehe zu der Hexe. Ich gehe hin. Ich hoffe, die hat noch auf. Aber ich meine, wenn die jetzt nachts noch Werbung schaltet, wird die auch noch nachts auf. Hier ist jemand an meiner Tür, aber das ist jetzt ein Problem für spätere Tage. Und dann hier. Oh mein Gott. Okay, das sieht auch aus wie ein Hexenhäuschen eigentlich. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Hallo! Hallo, ist jemand zu Hause? Ja, komm schon, versteck dich. Was? Da hat jemand geflüstert. Hallo? Hallo? Oh nein, ist schon wieder jemand. Hallo? Will die Maske aufsetzen? Das sind doch Stimmen. Maske. Kann ich dieses Fenster reingucken? Ist aber keiner. Hä? Hallo? Oh, da war jemand. Ich habe jemanden gesehen. Das ist irgendein Kind mit Flügeln und einer Papiermaske vor dem Gesicht. Hä? Okay, ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Ich verschwende hier mein Geld. Andererseits... Ah, jetzt ist sie schon da. Hallo! Gruselige Lichteffekte. Wirklich, Ich bin eine Hexe! Mhm, auf jeden Fall. Ich bin hier wegen der Fernsehwerbung. Was kann ich für dich? Warte, ich kann es schon wahr sagen. Du bist hier, weil ich dir die Füße mit Honig beschmieren soll. Nee, ganz, ganz vorbei. Ich soll ganz dir ein Buch auf den Kopf werfen? Nein, nein, bitte nicht. Mist, warte, ich muss nochmal nachlesen hier in meinem Hexenbuch. Was war das? Warte, kommst du wegen der Fernsehwerbung? Ja, ich komme wegen der Fernsehwerbung, genau. Ja, sag ich doch. Ja, alles klar. Dann soll ich dich wahrscheinlich in eine Meerjungfrau verwandeln. Ganz genau. Deswegen bin ich hier. Ich habe sogar Geld dabei. Ja, wunderbar. Dann gib mal her. Dankeschön. Bitteschön. Muss mal kurz nachziehen hier. Ja, ja, okay. Alles klar. Komm zum anderen. Gut. Dann komm mal mit. Wir machen das am besten in der Badewanne. In der Badewanne. Ja, klar. Genau. Macht Sinn wegen Meerjungfrau-Verwandlung. Richtig, dann richtig. Mach ich habe schon ganz oft gemacht. Also... wenn die nicht angeht, das kommt mal vor, dann möglicherweise auch in der Toilette. In der Toilette? Ja. Gut. Das geht nämlich auch. Wenn du kannst dich da einfach raufsetzen. Hm? Genau, so machst du das. Wunderbar. Klasse. Alles klar. Dann muss ich jetzt kurz mal meinen Zauberstab auspacken. Ja, das ist mal kurz hier. Da ist er. Ja. Okay, bitte schwör. Oh mein Gott, das ist kein Zauberstab. Nee, das war jetzt nicht der Zauberstab. Bitte Schmerzer. Wie lange dauert es, bis ich mich wirklich in eine Meerjungfrau verwandle? Ist es so eine Sache, wo man bei Wasserkontakt zu einer Meerjungfrau ist? Oder wird man immer eine Meerjungfrau? Muss ich jetzt ins Meer ziehen? Oder kann ich morgen meine Freundin in der Schule beeindrucken? Ich habe hier einige Fragen. Das ist ein Wesen, hat das auch schon mal jemand den Mund zugehext? Vielleicht möchtest du das auch mal probieren. Nee. Die Leute werden sich bestimmt freuen. Gibt es Komplikationen bei der Verzauberung? Ist es jetzt zum Beispiel ein Problem, dass wir nicht in der Waschmaschine, in der Badewanne sind? Okay, weißt du was? Ich will mehr Geld. Noch mehr Geld?
Ja, ich will mehr Geld. Ja, gib mir noch ein bisschen mehr Geld. Okay, hier? Oh mein Gott, vielleicht hört sie dir noch auf zu quatschen. Ja, alles klar. Bist es du ist bereit? Nur mein erstes Mal, hier verhext zu werden. Ich habe halt viele Fragen. Ja, das ist halt mal ruhig hier. Kriegst ein paar mehr Jungfruflossen, gar kein Problem. Okay, okay, alles klar. Fokus, Fokus, Fideli, 1, 2, 3 und zack! Okay. Oh, ich fühle mich anders, aber nicht direkt als Meerjungfrau. Naja, man sieht sich. Ciao, es gute Arbeit. Es ist ein ganz anderes Weltbild. Alle sehen so, alles sieht so riesig aus hier auf einmal. Hast du vielleicht aus Versehen dein Haus größer gehext? Oh Gott, das Sofa ist ja gigantisch. Oh mein Gott, die Treppe, wie soll man denn da hochkommen? Warte. Draußen sieht alles normal aus. Warte, bin ich klein? Hier ist ein Spiegel, ich komme da nicht mal hoch. Ich bin klein. Hallo, ich will mein Geld zurück. Hallo? Keine Rückerstattung. Keine Rückerstattung. Oh mein Gott, es ist bestimmt, weil Vollmond ist. Hallo, Frau Hexen. Ich zieh gerade aus. Ich wohne hier Frau nicht. Hexen, ciao. Ich bin. Hallo, lass mich raus. Bitte. Nee, das geht jetzt nicht. Tschüss. Oh mein Gott, ich komme hier nicht raus. Ich bin klein und ich bin eingesperrt. Oh Mann, so viel zum Frau. Oh Gott, zum Glück ist hinten auf. Puh, nochmal Glück gehabt. Okay, vielleicht ist alles nur ein böser Traum und ich gehe jetzt nach Hause und wenn ich morgen aufwache, ist es nur ein temporärer Effekt und dann wache ich auf und bin normal groß und, obwohl, weißt du was? Ich habe einen Pool. Vielleicht, wenn ich klein bin und trotzdem eine Meerjungfrau, dann ist es vielleicht, nee. Okay, das ist nicht Teil der Verwandlung. Dann lege ich mich mal ins Bett und hoffe aufs Beste. Oh mein Gott, ich bin immer noch nicht groß. Wie soll ich das denn jetzt hier easy erklären? Die lacht mich doch aus. Okay, vielleicht sehe ich sie ja nicht. Vielleicht fällt es überhaupt nicht auf, dass ich jetzt klein bin. Und, das fällt hier keinem auf. So, hier ist mein Spind. Einmal alles rausholen. Hier ist mein Buch. Ich steck fest! Oh. Ich steck fest! Du steckst fest. Ich steck fest! Warte mal, hallo Ronja, wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Jo. Ich höre dich. Hi. Aber ich sehe dich nicht. Wo bist du? Hallo. Hä? Hallo? Komm mal raus. Kann ich mal jemand befreien hier? Ich helfe dir. Komm. Mach mal auf hier. Oh, endlich. Okay. So, warte mal. Ach, wo bist du denn? Hallo, hallo? Hier. Hallo. Hallo. Jetzt ist nicht lustig. Ja. Was bist denn du für ein Zwerg? Okay, folgende Geschichte, okay? Ich bin vielleicht gestern Abend noch zu der Hexe gegangen, weil ich eine große Überraschung wollte und ich heute im Schwimmunterricht zeigen wollte, dass ich eine Meerjungfrau bin und mich verwandelt habe. Aber die hat mich irgendwie, ist was schiefgelaufen, ich glaube wegen dem Vollmond. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Hexe war, die wirkte eher inkompetent. Die ist auch abgehauen, die hat mich in ihrem Haus eingesperrt, ich musste da ausbrechen. Und, okay, lange Geschichte, jedenfalls bin ich jetzt klein und ich weiß nicht, wie ich groß werde, bitte hilf mir! Ja, wie soll ich dich vielleicht, warte? Wie werde ich denn jetzt wieder groß, was mache ich denn jetzt? Dann kannst du wenigstens was sehen. Dankeschön. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal zum Unterricht, oder? Nein. Ja, du bist halt voll leicht. Und du sitzt auf meinem Kopf. Oh, Easy, das ist nicht lustig. Ich würde gerne bitte wieder groß sein. Hallo. Groß. Und der Strong Ducky steht da einfach auf deiner Hose. Warte, wie willst du denn groß werden, Ronja? Was erwartest du von dieser Zahnreihe zu finden? Soll ich vielleicht zaubern oder was? Ja, keine Ahnung, ich kann ja nichts machen. Was soll ich denn tun? Was soll ich denn machen? Ja, also, ich bin so groß wie ein Fußball, das kann ja auch nicht sein. Nee, das ist halt echt ein bisschen dumm. Aber wollen wir vielleicht in der Stadt irgendwo fragen, ob jemand helfen kann? Okay, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Vielleicht, also, ich wurde auf jeden Fall verhext. Vielleicht gibt es hier noch andere Freizeithexen, die genau. wieder groß Ich weiß, können. Hier kennen die sich aus mit kleinen Menschen. Bitte einmal abladen. Können Sie auf mein Kind aufpassen? Danke! Du bist so eindeutig kein Schulkind mehr! Ich will nicht in den Kindergarten. Na, zurück in den Kindergarten mit dir. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, Ronja, was erwartest du? Was sollen wir denn hier in der Schule machen? Wie sollen wir dich denn im Hausmeisterzimmer? Wir können ihn fragen, ob der uns helfen kann. Hallo? Ist jemand da? Vielleicht kann er zaubern. Vielleicht ist er in irgendeinem Kontraum. Okay, weißt du, was wir machen? Es gibt doch sicher irgendwo eine Bibliothek, okay? Eine Bibliothek. Eine Bibliothek. Und dann können wir ein Buch ausleihen. Ja. Ich kann lesen. Ich lese dir das vor. Und dann kannst du mich zurückzaubern. Das kann nicht so schwer sein. Ich soll zaubern. Ich habe doch gar keine magischen Kräfte. Okay, vielleicht finden wir eine Freizeithexe irgendwo in der Stadt. Ist hier gar keine Bibliothek. Was laberst du? Ja, in der Schule ja nicht. Halt irgendwo in der Stadt. In der Stadt. Ja, kann er sein, oder?
Okay, dann gehen wir in die Stadt. Okay. Denn wo denn? Brookhaven Shelter ist da. Mail und Packages. Oh, die haben vielleicht. Wie kann ich denn ein Paket verschicken, Ronja? Oh, guck mal, der Ding ist das ganze. Guck mal, du passt da auch original rein. Oh, der ist richtig schön. Warst du hier schon mal? Was ist hier? Der Star Brooks. Star Brooks. Wieder. War ich schon mal, glaube ich. Das ist echt. Guck mal, hier sind Donuts. Lecker. Oh mein Gott. Oh. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Nein. Jetzt, wo ich klein bin, habe ich viel mehr Keks. Für den gleichen Preis. Aber du bist doch viel dicker davon. Ich habe viel mehr Keks für den gleichen Preis. Okay, konzentrieren wir uns auf das, was wichtig ist. Weil ist das hier nicht eine Bibliothek vorne? Oh, das ist eine Bibliothek. Okay. Okay. Oh, hier ist ein Buch. Dann lesen wir mal vor. Ich guck hier mal im Links. Maggie. Nee. Maggie! Oh, hast du was? Nee, Maggie. Oh. Ich esse gerne Nudeln mit Maggie. Auch nicht. Gesundheit? Oh. Ah, da ist ein Buch aus dem Regal geschoben. Das ist sicher das Richtige. Rausgenießt? Was steht denn da? Das ist mir aus der Nase geflutscht. Warte. Okay. Wenn das passiert. Lies mal vor. Von der Nase, was steckt denn da noch drin? Oh, ja, der Donut. Oh mein Gott. Dann warte, dann lese ich mal kurz. Also, hier steht, man soll 3 Tassen Maggi nehmen und dazu eine. Du bist immer noch an deinem Nudeln mit Maggi-Rezept. Was? Achso, nee, falsche Seite. Ja, da steht's. Okay, wenn man sich aus Versehen klein gemacht hat, während man eine Meerjungfrau werden sollte, dann soll man Milchshake trinken. Okay, das denkst du dir gerade aus. Oder Milchshake. Das denkst du dir gerade aus. Nee, das soll funktionieren, steht da. Okay, danke für den Milchshake. Ja, das ist ein Fruchtzwerge-Milchshake aus Fruchtzwergen. Trink mal. Der Milchshake ist so groß wie ich. Siehst du das? Ist so groß wie ich. Jetzt trink ihn aus! Trink ihn doch! Das ist nicht so einfach für mich! Okay, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Denkst du, das ist okay? Ich denke ja. Okay, werde ich jetzt wieder groß? Vielleicht dauert es ein bisschen, bis die Wirkung einsetzt. Bist du sicher? Oh, ich bin schnell. Ich bin schnell. Schnell wie der Wind. Okay. Okay, ich wusste nicht, dass Milchshakes mich so schnell machen. Das ist wahrscheinlich der Zucker. Das ist es der ganze wird Zucker. Bald ich habe so viel Energie. Okay, vielleicht muss ich einen Milchshake bei Vollmond trinken. In der Badewanne. Ich glaub, zu Mitternacht oder sowas. Ja, musst du mal probieren. Warte, denkst du wirklich, das ist es? Ich glaube schon. Oder, okay, easy, Hand aufs Herz. Lügst du mich gerade an? Nee, werde ich glaube, das funktioniert. Lass mal zu dir nachher. Nee, okay. Das wird schon klappen. Ich frage trotzdem noch mal in der Stadt rum. Vielleicht im Krankenhaus. Vielleicht kennen die sich aus. Das muss ja öfter passieren. Die Hexe, die schaltet ja Fernsehwerbung, oder? Ja, ja, genau. Ich bin sicher nicht die Erste, die sie hier klein gezaubert hat. Naja, ich wäre mir nicht so sicher. Okay, weißt du was? Kleiner Skeptiker, dann geh nach Hause, dann gehe ich ins Krankenhaus und dann kriege ich das geregelt und dann sehen wir uns morgen in alter Größe, okay? Alles klar, bis dann. Bis dann. Will sicher weiterhelfen. Hallo. Oh, schönen guten Tag. Hi. Ich wurde Howdy. Klein gezaubert. Aha, ja, klein gezaubert, ja, mhm. Kommt vor. Mhm. Ich wüsste gern, wie ich wieder groß werde. Das ist recht wichtig. Ja, ich habe morgen Schule. Vor, wieder groß werden. Mathearbeit. Ja, Mathearbeit, kommt vor. Mhm. Wie kann ich dir helfen? Ich habe schon Milchshake getrunken. Mein Dokument ausfüllen, bitte. Und okay. Hinsetzen. Okay. Sie werden aufgerufen. Okay, danke schön. Danke schön. Ich setze mich. Na, okay, dann kommen Sie mal mit. Okay. Ja, Entschuldigung, aber bist du qualifiziert, hier zu arbeiten? Das sieht nicht aus wie ein Krankenschwester-Outfit. Mhm. Also, jetzt mal unter uns, ne? Ja. Ich bin gar nicht rothaarig. Ich bin schwarzhaarig. Oh mein Gott. Ja. Und das ist mein richtiges Outfit. Okay. Okay. Das ist mein richtiges Outfit. Okay. Ja. Ja, habe ich nicht kommen sehen. Und das war nicht der richtige Milchshake. Das hier ist der richtige Milchshake. Der grüne Milchshake. Natürlich der grüne. Wer würde denn rosa trinken? Oh Mann. Jetzt nimm ihn! Ja! Okay, alles klar. Morgen bist du wieder groß. Bis dann. Okay, danke schön für die Hilfe. Fido, Fido, Fideli, bumm! Zack, zack, zack! Was? Das war der Zauber, den muss man sagen. Okay. Oh Mann, Anfänger. Entschuldigung. Danke schön für die Hilfe. Ich gehe dann mal nach Hause. Okay. Die wirkte wenigstens. Ich weiß nicht, ob kompetent oder nicht kompetent, aber ich habe Hoffnung, dass ich morgen wieder groß bin. Ich gehe mal nach Hause. Hi! Hi, komm rein. Ich will hier schlafen. Also, die Krankenschwester wirkte kompetent. Ich glaube, die war auch eine Hexe. Ich habe jetzt so einen grünen Milchshake noch getrunken. Hm? Die meinte, morgen ist wieder alles beim Alten. Jo, alles klar, wunderbar. Und ja, wird bestimmt funktionieren. Ich glaube noch ein bisschen. Okay.
Okay, gut, ich schlaf oben. Ja, warte, soll ich dir das Bett zeigen? Ja, das wäre super. Alles klar, komm einmal mit. Dankeschön. Warte, nein. Oh nein, 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 Ronja. Was denn? Oh, wir haben es völlig falsch gemacht. Was okay, haben wir? Jetzt, hier unten ist dein Bett. Unten? Ja, unten. Okay, Genau, hier. Ja. Und hier ist es. Oh mein Gott, das ist ein Kind. Weißt du was? Ich mach's. Ich schlafe im Kinderbett. Ich werde es okay, tun. Gute Nacht, Ronja. Gute Schlaf Nacht. Schön. Gute Nacht. Du sollst schlafen, kleine Ronja. Gute Nacht, mich. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Easy. Easy. Oh, warte, warte, warte. Ronja? Ich fühle mich groß. Alles sieht wieder normal groß aus. Bin ich gleich groß? Oh, guten Morgen. Hi. Ronja, du siehst, wieder ja. Normal, gell? Ja, so ziemlich. Warte. Komm mal, hier ist ein Spiegel. Das ist ein Spiegel. Och nee, ich hab schwarze. Ach, das ist bestimmt, weil die Krankenschwester schwarze Haare hatte. Ah, Nebenwirkungen kommen doch von allen Medikamenten und Zaubern. Okay, immerhin, ich nehme die schwarzen Haare über klein jeden Tag. Ja, es ist besser, okay? Es ist auf jeden Fall besser. Es ist besser geworden. Ja, es ist nicht perfekt, aber es ist besser. Es ist schon besser. Alles klar. Dann war es mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Ich glaube, das geht gar nicht mehr, oder? Die haben den Dislike-Button removed. Stimmt. Lasst einfach ein Like da. Lasst einfach ein Like da. Ihr habt eh keine Wahl mehr. Macht's gut. Schaut für riesig vorbei. Yeah! Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!